Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar sind wir heute hier in Nürnberg und zwar ist hinter mir die Kaiserburg. Und ich werde jetzt mal gleich eine Runde besuchen gehen. Ich werde euch jetzt ein paar Eindrücke zeigen und ja, wir sehen uns später wieder. Ciao! Ja, das war jetzt hier auch die Nürnberger Burg und jetzt gehen wir weiter und gucken mal, was wir sonst noch so finden. Und ja, ich bin gespannt. Jo Leute, wir sind eben gerade da hinten im Stadtmuseum gewesen. Das war ganz schön, man konnte da sogar viel über die Geschichte, halt über die Stadt erfahren. Also wer alles sich für eine Geschichte interessiert und ja, was über die Stadt lernen möchte, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und halt die Burg auf jeden Fall hier, die Nürnberger Burg, die Kaiserburg. Weil da kann man echt viel erleben und es ist eigentlich gar nicht so teuer. Das Stadtmuseum hat das für Studenten 1,50 gekostet und für Erwachsene so würde es 3 Euro kosten. Die Burg ist etwas teurer mit 6,50 glaube ich für Studenten. Aber trotz dessen würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil da kann man echt viel lernen und viel oder lange auch Zeit verbringen. Weil jetzt ist bei uns schon dunkel, das heißt es ist spät eigentlich schon und okay, so spät ist auch nicht, aber es ist jetzt glaube ich 4 oder 5. Aber es fängt leider an zu regnen, deswegen müssen wir gucken, wo wir als nächstes überall hingehen. Ja Leute, wir sind hier bei Marktplatz angelangt. Und zwar ist hier auch im Winter, im Dezember, findet hier dann auch der alljährliche Christkindlmarkt statt. Man sagt, das ist der schönste Markt, also Weihnachtsmarkt Deutschlands, aber können wir es leider nicht testen, weil wir sind hier im Januar da. Aber es soll wirklich, hier wirklich schön sein, der Markt. Deswegen gucken wir hier auch mal weiter, weil jetzt ja Leute alles zu leider. Und hier oben ist auch noch mal ein schönes kleines Denkmal. Ja Leute, jetzt sind wir hier bei einer weiteren Sehenswürdigkeit angekommen von dem lieben Nürnberg, von der lieben Stadt Nürnberg. Und zwar sind wir hier beim Ehekarussell. Und zwar soll es halt so ein bisschen die Ehe darstellen, wie die so halt manche Leute Menschen sehen. Ja, kann ich empfehlen, als mal herzukommen, weil dieses Kunstwerk ist halt einfach richtig detailliert gemacht. Also wenn man hier sieht, man sieht sogar selbst die ganzen Schuppen und alles von dem Reptil, von der Eidechse, würde ich mal sagen. Ja, ich würde sagen, jetzt gucken wir mal weiter, was wir hier so finden. Direkt hinter euch, ist jetzt die U-Bahn. Ja, mit der U-Bahn kommt man eigentlich überall hin hier in Nürnberg. Man braucht nicht unbedingt ein Auto, aber man kann hier alles schön durch die Stadt laufen. Wir sind jetzt von der Nürnberger Burg dann hier rüber gelaufen. Im Endeffekt hat es vielleicht so 10 Minuten gedauert, für eine Stunde. Im Hintergrund könnt ihr die St. Elisabethenkirche sehen. Die sieht eigentlich auch ganz schön aus von außen, aber auch ganz schön von innen. Man muss mal halt schauen, wenn man halt hineinkommt. Auf jeden Fall kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, das ist ein beliebtes Reiseziel hier in Nürnberg. Und da drüben war direkt jetzt die U-Bahn-Station und auch das Ehekarussell, was ihr eben gerade gesehen habt. Und jetzt gucken wir weiter, was es noch so gibt. Hier drüben gibt es sogar noch eine Kirche.
so, jetzt gehen wir eine Runde zum Handwerkerhof. Es ist zwar schon spät und sonntags hat leider nichts offen, aber dafür ist die Architektur bestimmt gut und ja, ich bin mal gespannt. Was jetzt auch noch sehr bekannt ist hier in Nürnberg, und zwar in dem kleinen Handwerkerhof, wo wir hier sind, oder halt allgemein in Nürnberg, ist das der Nürnberger Lebkuchen. Und zwar können wir den hier kaufen, aber leider hat es ja heute geschlossen, deswegen können wir leider keinen Lebkuchen und keine Schokolade kaufen, aber wenigstens gibt es ein süßes Karussell. Vielleicht können wir morgen früh nochmal vorbeikommen und gucken mal, ob wir morgen was finden. Ich bin ganz gespannt und vielleicht haben wir jetzt noch was offen, aber eigentlich sieht sie sehr zu aus. Aber wenigstens ist noch sehr schön beleuchtet und dann gehen wir runter weiter. Wir sind hier auch angelangt bei noch einem Brunnen und zwar, hier kann man Geld reinwerfen. Immer wurde dieser Brunnen früher dazu eingesetzt, dass Wasser rausgeholt wurde, was man natürlich aus dem Brunnen macht. Aber wie ihr vorhin gesehen habt, waren wir auch bei der Burg, bei der Kaiserburg, war da ja auch ein Brunnen gewesen. Und zuerst war nämlich ein Brunnen hier in der Stadt gewesen und dann erst in der Kaiserburg. Und dann haben die sich überlegt, das waren mehrere Brunnen in der Stadt, und dann haben sie sich überlegt, wo das Wasser lang fließen kann. Und dann haben die einfach mal auf gut Glück sozusagen in der Kaiserburg gegraben. Es hat sogar 10 Jahre lang gedauert, bis der Brunnen fertig war da. Aber da konnte man dann sogar Wasser schöpfen. Jo Leute, wir haben jetzt diese Nacht hier im Semiaris übernachtet. Das ist das Hotel direkt beim Nürnberger Fußballverein. Das im Endeffekt, warum habe ich hier eigentlich den Eiskratzer in der Hand? Weil es auch das noch rund gefroren. Im Endeffekt kann man hier das Hotel empfehlen. Innen drin sieht es ein bisschen älter aus, das ist auch nicht so schnell, aber dafür ist das Frühstück eigentlich sehr lecker und war auch viel da. Ich kann euch mal ein paar Bilder jetzt mal einfach mal einblenden. Und sonst ist eigentlich das Personal ganz freundlich hier und es war auch nicht zu teuer. Für so ein paar Nächte kann man empfehlen. Es ist sogar nah an der Innenstadt, hier da drüben, wenn man in diese Richtung geht, kommt sogar direkt eine S-Bahn-Station und ich habe eine Straßenbahnstation, beides. Und man kommt hier schnell hin, da hinten. In diese Richtung das alte Reichsparteitagszentrum von den Nazis, das kann man sich auch angucken, auch ganz zu empfehlen. Und da fahren wir jetzt auch mal eine Runde hin. Auf jeden Fall hier kann ich empfehlen, ist ganz schön, ein bisschen älter, aber sonst eigentlich ganz nice. Wir sind hier angekommen beim Reichsparteitag. Das ist das Gebäude hier hinter mir. Es wurde von den Nazis erbaut und da haben die halt oft ihre Parteitage abgehalten und haben halt ihre schmierigen Machenschaften im Endeffekt hier so geplant und so. Ja, auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, hier einfach mal reinzuschauen. Das schadet auf jeden Fall nicht, weil Geschichte ist sehr wichtig und die auf jeden Fall aufzuarbeiten und halt nicht zu vergessen, ist halt ebenfalls, finde ich jetzt sehr wichtig. Und deswegen schaut es einfach mal an. Man kann auch reingehen und das tun wir jetzt auch mal. Und jetzt gehen wir mal gemeinsam zusammen rein und gucken mal, was wir da so finden. Da werden wir auch wahrscheinlich viel über Nürnberg erfahren. Hinter mir könnt ihr jetzt das Reichsparteitagsgelände sehen. Und zwar ist es seit 1973 unter Denkmalschutz. Und das ganze Gelände hier beruht auf 11 Quadratkilometer. Also hier sind noch mehrere Gebäude, aber das ist halt das Hauptgebäude hier hinter mir. Und da wurden halt einfach, es wird halt extra dafür gebaut, um halt einfach, dass halt die Nazis dort hier ihre Parteitage einmal im Jahr abhalten konnten. Ein weiterer wichtiger Punkt war, dass die Nazis damit halt ihre Macht demonstrieren wollten. Und der Bau dieses Gebäudes hat einfach 6 Jahre gedauert und es ist halt schon echt lange. Und deswegen gehen wir rein und gucken mal, was wir da drin so finden. Wir schauen uns mal so ein bisschen um, aber zeigen tun wir jetzt nicht alles, sodass ihr auch noch mal herkommt. Und macht auf jeden Fall Sinn, das sich hier anzuschauen, was einfach zu der Geschichte dazugehört von Nürnberg. Und ja, das darf nicht vergessen werden. Wir wären hier eben gerade hier drin gewesen im Reichsparteitagsgebäude und es ist spannend auf jeden Fall. Der Eintritt kostet jetzt 6 Euro für Erwachsene und 1,50 für Studenten. Kann man auf jeden Fall mal machen. Außerdem gibt es da auch kostenlose Ausstellungen. Die ändern sich, soweit ich weiß, immer ein bisschen. Also es gibt 2 verschiedene Ausstellungen. Einmal auf dieser Seite drin, auf der anderen Seite drin. Und ja, man kann hier sogar noch außen rum gehen und kann da hinten sogar noch ein bisschen reingehen oder man kann da hinten auch zum Zeppelinplatz gehen. Kann ich auch auf jeden Fall mal empfehlen. Besuch ist auf jeden Fall wert, weil man lernt jetzt wirklich viel, was hier passiert ist und die schlimmen Taten, die jetzt wirklich passiert sind, halt
kann man hier nochmal so ein bisschen aufnehmen oder man fühlt so mit. Es gibt auch noch einen Audioguide und zwar bekommt ihr den Audioguide mit dem Preis dazu. Also der Audioguide ist halt inklusive und ja, wie gesagt, zwei Ausstellungen gibt es, die gibt es auch gratis und halt die lange Ausstellung, die kostet halt Geld, aber man kann auf jeden Fall alle besuchen und die lange Ausstellung dauert 2 bis 2,5 Stunden ungefähr. Okay Leute, wir gehen jetzt hier nochmal jetzt gemeinsam in den Innenhof der Kongresshalle hinein und dann werde ich euch etwas bisschen darüber erzählen. Wir sind jetzt hier im Innenhof der Kongresshalle und ja, wenn du einmal rumschwenkst, sieht man, dass es hier riesig ist. Also die Kongresshalle ist hier ja, doppelt so groß wie das Kolosseum. Früher wurden von da oben Reden gehalten. Ja, und hier unten saßen dann und standen dann richtig viele Leute. Muss man sich so vorstellen, früher war hier noch ein Dach oben drauf gewesen, das ist jetzt weg. Aber das ist halt echt riesig, weil es ist halt wirklich doppelt so groß wie das Kolosseum in Rom. Und ja, hier konnten früher Dutzende, Tausende, also es wurde gesagt, dass bis zu 50.000 Menschen hier früher Platz gefunden haben. Ja, jetzt gehen wir aber mal weiter, wollen wir jetzt gleich ins Rutschparadies gehen. Und ja, da gucken wir mal. Jo Leute, ich bin jetzt hier nochmal halt nach dem Palm Beach, nach dem Schwimmbad hier in Nürnberg und wollte jetzt nochmal gleich mal ein kleines Fazit verkünden. Das Schwimmbad ist eigentlich ganz nice, das heißt Palm Beach, der Eintritt kostet für den ganzen Tag so um die 23 Euro. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Sache ist nur dabei, dass ich persönlich hatte jetzt Probleme da irgendwie. Also wir sind oft gerutscht und irgendwann irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wahrscheinlich wegen dem Chlor oder so, das hatten wir plötzlich so Reizhusten bekommen. Sonst war es nicht im Schwimmbad. Also schwimmen konnten wir ganz, ganz normal. Im Whirlpool auch chillen, aber bei der Rutsche halt irgendwann war halt irgendwie so die Lunge so gereizt, muss man so husten und so, das war halt nicht so geil. Aber ja, sonst ist es richtig, auch richtig schön und kann man auf jeden Fall richtig machen. Und ja, auf jeden Fall ganz nice ist es hier. Und ja, nochmal ein kleines Fazit zu Nürnberg. Nürnberg ist, finde ich, ja, eine schöne Stadt. Man kann es auf jeden Fall mal besuchen, wenn man halt auch ein bisschen so Geschichte mag und in Museen gehen will, aber auch wenn man im Winter kommt, wegen den Christkindlmarkt. Und ja, auch wegen der Burg, wenn man sich für Burgen interessiert. Ich würde euch so empfehlen, so 1 bis 2 Tage hier zu verbleiben. Also ein Tag ist ein bisschen kurz, dann müsste man wirklich morgens früh aufstehen und wirklich hier so lange durchhasseln den ganzen Tag. Aber 2 Tage sind ganz entspannt und man kann auch viel machen. Es gibt hier auch noch einen richtig schönen Zoo, wo es so halt sogar auch Delfine gibt. Da kann man auch auf jeden Fall mal hingehen. Und ja, also ich würde sagen, das war jetzt hier mein kleiner Nürnberg-Vlog oder mein kleines Nürnberg-Info-Video. Mal gucken, was es wird. Und Leute, haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao!